Salve a tutti! Wir haben den 23. Februar, es ist 17:56 Uhr und in diesem kleinen Clip geht es um den MDAX. Den haben wir jetzt auch schon eine Zeit lang nicht gemacht. Und vor euch, ich mache es auch ein bisschen größer, ist der MDAX auf Wochensicht. Und das gefällt mir ehrlich gesagt nicht mehr. Wir kommen hier runter über das MACD, wir haben ein Verkaufssignal über die Stochastik. Wir haben heute das ist nochmal, das ist der Wochensicht. Heute haben wir, wenn wir es gleich im Tagessicht sehen, haben wir auch nochmal deutlich verloren, sind aber zum Glück nochmal zurückgehangelt. Aber wenn ich das hier so alles so sehe, wie sich das hier verhält und wie mir zu langsam so die Puste ausgeht, muss ich davon ausgehen, dass da der Deckel drauf ist. Ich rechne kurzfristig mit einem Erreichen der 20-Wochen-Linie, die ist momentan bei 29.989. Die wächst natürlich jeden Tag. Ich muss allerdings auch befürchten, dass wir, wo ist mein Fadenkreuz, dass wir diesen Bereich hier sehen bis Ende April. Das ist die 28.200. Also bei mir wird er hier definitiv weicher. Und jetzt zeige ich euch hier mal den Tag. Der sieht völlig anders aus. Das ist nämlich immer das Interessante, diese verschiedenen Zeiteinheiten zu vergleichen. Aber die Woche ist für mich wichtiger als der Tag. Und die Woche ist bei mir negativ. Deswegen vermute ich, wir haben heute hier einen heftigen Tag gehabt, ja? Und da zeige ich euch gleich mal eins. Im MDAX, da sind natürlich ganz viele, wie heißt jetzt auf Neudeutsch, Reopening Stocks, da sind aber auch Stay-at-Home Stocks. Und da möchte ich jetzt gerade mal auf den Film von gestern von Fraport verweisen. Das ist natürlich dann cool. Ströer profitiert davon. Die Lufthansa auf jeden Fall. Und hier unten sind dann so die Verrecker des heutigen Tages. Rational damit nicht so viel zu tun, aber hier so Shop-Apotheke. Ja, das sind dann auch gleich 5%. HelloFresh nochmal 4%. Die waren, ich glaube, im Hoch bei 76. Und das sind halt jetzt die Werte, da findet halt diese Rotation statt. Ja, das muss man sich einfach, und das ist keine Geschichte, die an einem Tag passiert. Das muss man ganz klar sagen. Das hat man heute in Fraport gesehen, wie die dann massivst gekauft wurden. Ja, weil irgendwann ist der Lockdown mal fertig. Und London hat ja auch angekündigt, dass sie dann wieder mehr Flüge zulassen wollen und, und. Wie dem auch sei. Das ist also jetzt hier der Tageschart. Und was der MDAX sehr gut gemacht hat, wir haben also hier, das muss man sich mal vorstellen, 31.000, ganz grob 20, hoch bis zu 32.134. Das ist mal ein Wort, ja. Also, das ist keine schlechte Bewegung gewesen. Wie dem auch sei, wir sind außerhalb des Bandes gewesen und sind dann wieder reingesprungen. Das ist grundsätzlich gut. Ich verweise in dem Zusammenhang immer wieder auf den Film von meinem Kollegen Wieland Aalt. Das ist die Expander-Strategie auf YouTube. Und wenn Sie sich heute mal den Chart vom Nasdaq anschauen, also was, den zeige ich Ihnen jetzt gerade mal eben mal rein. Das ist der Chart für heute. Fett aus dem Band raus und wieder rein. Ja, das war schon erstaunlich. Das sind gute Signale. Jetzt muss ich mir aber den MDAX wiederholen. So. Entschuldigung, das war nur der kleine kurze Ausflug. Also wir sind raus aus dem Band und wieder rein. Wir gehen an die 20-Tage-Linien. Also da waren wir am Vormittag und schließen dann jetzt hier bei 31 oder sind gerade eben bei 31.550. Hier unten dreht ein bisschen was. Es ist kein überverkaufter Bereich, das wäre mir lieber gewesen. Aber auch hier MACD negativ. Das heißt, ich gehe eigentlich davon aus, dass wir durchaus nochmal 4, 5 Handelstage ein bisschen besser gehen können. Nochmal hoch, 10-Tage-Linie, sowas. Aber ich glaube, dass die Chance, dass wir ein neues All-Time-High kriegen, dass wir diesen Bereich hier von 33.188 ganz grob, dass wir den nicht mehr überbieten. Das sehe ich nicht. Das ist einfach, die Unsicherheit ist jetzt zu groß. Und selbst in Amerika hat man mal gelernt, ach, der Nasdaq kann ja auch fallen. Und der hat jetzt auch gut 1.000 Punkte verloren. Und auf einmal kommt wieder so ein bisschen Klarheit in die ganze Geschichte. So, wir haben keine Heißläufer mehr. Nichtsdestotrotz, die im MDAX befindlichen Aktien, die springen manchmal jetzt hier rum wie ein Flummi im Kasten und das ist heftig. Ich habe euch folgenden Schein mitgebracht. Diesen hier, 30.416. 30.416, da liegen wir hier unten drunter, wir liegen unter und das darf nicht passieren. Wenn wir dieses Low hier rausnehmen, 30.537 mit Schlusskurs, dann ist die gesamte Aufwärtsbewegung ad acta gelegt. Da muss man erstmal Finger wegmachen, da muss er sich austoben, muss man schauen, was passiert. Soweit ist es aber noch nicht. Dennoch suche ich einen Schein, hier sind hier bei 30.523,
der drunter ist, 30.416, das ist ein unlimitierter, also ein Open-End-Schein, der hat momentan 26,5 Hebel. Das ist kein Kindergarten. Das ist die GF9K2H. GF9K2H. 30.416. Tatsächlich wäre das bei mir nur für den Fall, dass wir hier ein neues Alltime-High machen. Oder vielleicht mal zum Spielen, wenn ihr so auf Stundenbasis irgendwie was mal wieder hochdreht, dass man vielleicht da mal irgendwie so 100, 200 Punkte mitnehmen kann. Mehr ist es nicht. Beim Put kann ich relativ stark oder relativ nah an das All-Time-High gehen. Ja, wenn ich hier sage 33.200, dann kann ich hier den Hebel verändern und ziehe mir den hier rüber. Und jetzt muss ich nur einen Schein suchen. Ich bin nicht so ein Freund von diesen Mini-Futures. Hier, das passt doch. Das passt doch. 33.159. Der ist knapp, aber das geht. Ich halte das für in Ordnung. Weil ich ja nicht glaube, dass wir ein neues Alltime machen. Das ist momentan ein 20er Hebel. 33.159. Das ist die GH09ST. GH09 Siegfried Theodor. Der kommt auch auf die Watchlist und kommt sofort dran, wenn wir hier das Low von heute unterbieten und insbesondere dann nehme ich aber auch noch einen, der viel näher dran ist, der wird wahrscheinlich dann hier an der 20-Tage-Linie sein, wenn wir diesen Bereich von 30.500 mit wenigstens einer Stundenkerze unterbieten. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.